Man. So. 1-0. Spiel beginnt. So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollt ihr euch mal ein bisschen die Laufwege zeigen. Auf der Map Comeback hier bei Herrschaft. Und ja, wollte sagen, dass ihr jetzt im Laufe der Zeit immer mal wieder so ein paar Laufwege bringen auf Laufwege und Tipps halt auf ein paar Maps. Hofft, die werden euch dann gefallen und euch auch weiterhelfen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal. Sorry. Ja, gleich mal, wenn der Feind jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt mein Team C-Flagge hat. Und ja, wir sind gerade dabei, auf A zu gehen. Schaue ich immer hier als erstes, weil da kommen sie meistens dann. Oder hier. Laufe ich immer hier so rein. Schaue hier so. Bam. Bam. Oder hier dann. Bam. Weil da danach springe ich dann nämlich hier hoch und sichere hier alles ab, dass hier keiner ist. Schau hier nur ganz kurz raus und hier runter. Sag ich euch auch gleich noch, warum ich hier immer hier runter dann schau. Ja, ich sag's euch gleich. Weil da hinten in dem Haus, zeige ich euch dann gleich, wenn ich da hingelatscht bin. Ja, auf jeden Fall bin ich dann, laufe ich dann immer hier so lang. Hier so, schau hier wieder runter und hier hoch. Wenn hier aber keiner ist, springe ich schnell hier hoch. Schau hier runter. Weil nämlich in diesem Gebäude spawnen sie oft. Und schauen dann hier so raus. Und wollen euch wegholen. Wenn hier aber keiner mehr ist, dann, und ihr alle weggeholt habt, sofort hier irgendwie ein Headglitch oder irgendeine Deckung so suchen. Sorry Leute, ich habe gerade so ein trockenen Hals. Auf jeden Fall immer hierher dann laufen. Denn sie spawnen dann hier hinten in dem Eck. Müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr hier in dem Haus dann seid, so. Wenn ihr sichert, dass ihr hier runter schaut. Weil da spawnen sie gern mal. Hier so im Eck. Und ja, das, dem Spiel ist es scheißegal, ob ihr da steht. Die spawnen dann einfach hinter euch. Ja, hier spawnen sie auch manchmal, aber das ist jetzt nicht so der heftige Spawn. So, und dann, wenn es wir A haben, fährt sich so schnell wie möglich hier in das Haus rein und entweder brezel ich dann von hier unten so richtig durch, weil sie wollen dann immer alle zu B capturen und dann schaue ich hier halt so rein. Aber auch nur ganz kurz, weil die kommen dann alle übelst schnell da zu dir. Zu euch. Und dann so schnell wie möglich hier so her. Und hier so schauen, weil sie spawnen immer. Wirklich, wenn sie C haben, immer hier hinten drin. Oder in dem Haus auch. Wenn ihr jetzt hier, also ich komme dann immer von hier so, da drüber gesprungen, so schnell wie möglich, hier so rein. Ins Haus, schau hier so rüber und hier raus. Weil sie spawnen sehr oft dann hier auch und halt auch da. Da auf jeden Fall immer Acht geben, weil ja, weil sie da immer spawnen und dann kommen sie nicht, dass ihr dann hier sterbt von hinten oder so dreckig dann. Es wäre einfach schade. Schade um die Streak hier. Ja, und dann einfach hier so patrouillieren. Hier auf jeden Fall schauen, weil hier kommen sie oft dann drüber gesprungen, weil sie da hinten ja spawnen, hier in dem Hausding. Da kommen sie oft dann drüber gesprungen. Wenn dann natürlich eure Teammates im Haus sind, ist eigentlich schon ziemlich sicher,
dass sie da spawnen oder hier. Da auf jeden Fall aufpassen, dass ihr nicht getötet werdet. Und sonst, wenn hier keiner ist und eure Teammates irgendwo da hinten und ihr habt sie alle getötet, könnt ihr auch ganz schnell hier hoch und hier so hingehen. Weil dann spawnen sie ja hier im Haus. Dann könnt ihr sie hier so wegholen, weil da schauen sie dann ganz gern auch mal raus. Oder dann hier so runterballern. Ja, dann war es eigentlich hier. So im Großen und Ganzen. Auf jeden Fall, ah ja, genau. Was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, ist wirklich hier der Bereich. Das ist ein No-Go auf der Map. Weil, ja, außer euer Team ist gerade wirklich dabei zu sichern und ihr seid euch sicher, dass keine Gegner hier sind. Dann rusht halt schnell hier so rein, sichert kurz mit und dann aber so schnell wie möglich wieder nach außen irgendwie hier so halt rein dann. Oder so, und dann könnt ihr eure Runde sozusagen weiterführen. Und dann hier halt wieder so schauen. Immer hier so hinter der Wand sein. Und hier so raus kurz, hier alles im Überblick haben. Auf der Karte auch schauen, wo eure Teammates sind, weil immer da, wo eure Teammates sind, spawnen die Gegner meistens nicht. Und dann wisst ihr auch im Groben und Großen und Ganzen, wo die Gegner sind. Ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Vorteil, weil manche checken das dann nie. Und hier kommen sie ja dann immer raus oder so. Ja, ich denke, das werdet ihr kapiert haben. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare, dann erkläre ich es nochmal. Und ja, dann würde ich sagen, was für das Video. Weitere Videos werden folgen für Laufwege und Tipps und sowas. Und dann würde ich sagen, bewerten und kommentieren bitte nicht vergessen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like mal da lassen würdet für mehr solche Videos. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.